Ja, guten Abend von Seiten des Literarischen Salons der Leibniz-Universität Hannover zum Abend zum Balabala Balkan, dem Podcast für Polemik und Palaver. Mein Name ist Marie Reichert, ich gehöre zum Team des Literarischen Salons und freue mich, heute unsere beiden Gäste hier begrüßen zu dürfen. Es freut mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, denn auch dieser Termin ist ein Nachholtermin aus dem Frühjahrsprogramm, das wegen Corona größtenteils verschoben wurde. Zum einen sitzt neben mir Christo Lazarevic, ehemals freier Journalist. Du hast geschrieben und gearbeitet, unter anderem für die Tageswoche in der Schweiz, den Tagesspiegel, die Welt, Arte oder den MDR und arbeitest jetzt im Europäischen Parlament für den Abgeordneten Erik Marquardt. Weiterhin darf ich Daniel Majic hier begrüßen. Auch du arbeitest als Journalist für den Hessischen Rundfunk und warst Redakteur bei der Frankfurter Rundschau. Schön, dass ihr da seid. Ja, guten Abend. Christo und Daniel haben zusammen den Podcast Balabala Balkan ins Leben gerufen. Und genau das ist der Anlass für unser Gespräch, denn um den Balkan soll es heute gehen. Bevor wir aber anfangen, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung bedanken, die uns diesen Abend hier heute ermöglicht. Ja, ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass es für uns als Veranstalter nicht unbedingt leicht war, durch Corona alles umzustellen, weil wir für viele Abende neue Lösungen finden mussten. Bevor wir gleich richtig ins Thema einsteigen, würde mich sehr interessieren, wie das bei euch war. Hattet ihr Schwierigkeiten oder konntet ihr euch ganz gut an die Situation anpassen, den Umständen entsprechend? Ja, du, Corona-technisch in Brüssel hast du ein bisschen mehr zu erzählen. Mach mal. Ach ja, eigentlich ging das mit der Anpassung ganz gut. Es wurde relativ schnell vor Homeoffice umgestellt meistens. Im Sommer gab es ja dann noch eine Phase, wo man arbeiten konnte. Da war ich eine Zeit lang in Brüssel und da auch im Parlament, bis das dann halt auch wieder zugemacht hat. Und seitdem ist Homeoffice. Aber naja, ich habe zum Beispiel keine zwei Kinder, die ich betreuen muss. Und bin ganz okay mit dem Homeoffice. Also natürlich nervt es nicht so viel, rausgehen zu können. Aber im Großen und Ganzen ist es bei mir okay. Ja, ja, ich werde mich auch nicht beschweren. Ich habe einen sicheren Job, meinem Arbeitgeber, der es hingekriegt hat, technisch alles auf Homeoffice relativ von einem Tag auf den anderen umzustellen. Insofern konnte meine Arbeit relativ ungestört weitergehen, trotz Kinderbetreuung im Homeoffice, was ja jetzt im zweiten Lockdown laut Leid auch nicht mehr der Fall war. Ne? Aber wo wir beim Thema Corona sind, das haben sich vielleicht schon ein paar Leute gewundert, was diese Flasche hier soll. Auf dem Balkan ist es ja ganz wichtig, auch sich zu desinfizieren in Sachen Corona. Das ist umso wichtiger. Und deshalb, wir können diesen Abend, finde ich, nicht beginnen, bevor nicht du und wir nicht uns innerlich ein bisschen desinfiziert haben gegen Corona. Deshalb haben wir hier ein natürliches Heilmittel aus der Herzegowina mitgebracht, nämlich einen, sagen wir mal, selbstgebrannte Loser. Was das ist, erklären euch eure Jugo-Verwandtschaften, Bekanntschaften. Und wenn man dem Mann, der es meinem Verwandten auf dem Marktplatz in Tomislavgrad verkauft hat, glauben kann, wirkt das nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen alle anderen Leiden. In diesem Sinne, Jiviri. Also. Jiviri. Ist Bio, man sieht's, ne? Also. So, dann kannst du jetzt richtig losgehen. Ja, mal schauen. Ich tue die Flasche mal zur Seite. Ja, es gab ja durchaus auch eine Zeit, in der man noch verreisen konnte vor Corona. Und eine Reise ist auch ein Grund dafür, dass wir diesen Abend heute machen. Und zwar war ich letztes Jahr im Sommer 2019 mit meinem Freund im Balkan unterwegs, in Slowenien, Kroatien, Bosnien und Serbien. Und je länger wir so durch die Gegend reisten, desto mehr stellten wir eigentlich fest, so richtig viel wissen wir eigentlich gar nicht über die Region. Ein paar Museumsbesuche und Reiseführerberichte haben die Situation dann schon ein bisschen verbessert und wir haben immer mehr sowohl die schönen als auch die weniger schönen Seiten des Balkans kennenlernen dürfen. Aber beispielsweise der Name Srebrenica ist mir vorher noch nie untergekommen. Also shame on me auf jeden Fall, aber es ist schon irgendwie krass, dass es ein Genozid war und 30 Jahre später hat man in der Schule davon noch nie was gehört. Und ja, so hat sich da unser Interesse auf jeden Fall sehr viel gesteigert und man muss ja auch bedenken, der Balkan ist wirklich nicht weit weg. Wir haben diese ganze Reise mit dem Zug und mit Bussen gemacht und das hat uns auch nochmal mehr vor Augen geführt, irgendwo ist es auch direkt vor unserer Tür. Und auf dem Rückweg haben wir dann noch einen Freund besucht, witzigerweise mittlerweile auch Arbeitskollege von Christo, der uns den Podcast Balabala Balkan ans Herz gelegt hat. Ja, und wir wurden da auch sehr, sehr schnell Fans und das will was heißen, ich höre sonst, glaube ich, fast keine Podcasts. Und der hat uns aber tatsächlich sehr begeistert und bei der nächsten Redaktionssitzung habe ich dann auch mal vorgeschlagen, man könnte die beiden ja mal zu uns in den Salon einladen.
Und die Reaktion war eigentlich ja fast wie erwartet. Also das Interesse war auf jeden Fall sofort da, aber Fragen, die kamen, waren auch so, ja, der Balkan, was genau ist das eigentlich und was passiert da gerade so? Und also das Vorwissen war gering, sag ich mal. Und ja, und um es kurz zu machen, deswegen würde ich gerne mit euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und mal mit einer ganz grundsätzlichen Frage anfangen. Was ist der Balkan eigentlich? Ja. Jetzt hält er wieder seinen Vortrag. Komm, komm, erzähl wieder. Mach, komm. Ja. Der Balkan ist, was du draus machst. Ich glaube, also es gibt da ein Buch von Maria Todorova, Balkanism, wo das in, auf 300 Seiten ganz gut ausgeführt wird, auch teilweise sehr detailliert. Und also in Anspielung auf Orientalism von Edward Said geht sie halt davon aus, dass der Balkan das nahe andere ist. Also das nahe andere innerhalb Europas, wo halt in Binaritäten gesprochen, sagen wir mal, ja, so ein bisschen unzivilisierter abläuft. Also so ein Bild, dass man sich vom nahen anderen erschafft, der dann ein bisschen ja, unzivilisierter ist als man selbst. Im Gegensatz zum Orient, der ein bisschen weiter weg ist. Und im Grunde war das, glaube ich, eine Zeit lang fast synonym zu den einst ottomanischen oder osmanischen Gebieten in Südosteuropa. Also wo immer, also je länger das Osmanische Reich irgendwo geherrscht hat, umso eher würde man wahrscheinlich sagen, dass etwas zum Balkan gehört. Außer Griechenland, spannenderweise, aber das ist eine Geschichte für sich, dass die nicht dazu gezählt werden, weil rein geografisch müssen sie dazu gehören. Und heute ist es, glaube ich, vor allem synonym für Südosteuropa. Und dann gibt es auch diesen politischen Begriff westlicher Balkan. Den hat man mal geprägt für so die Länder, die von der EU umgeben sind, das aber noch nicht reingeschafft haben. Der sich inzwischen auch ein bisschen eingebürgert hat, aber eigentlich auch so ein Wort ist, das seit 10, 15 Jahren vielleicht die Runde macht. Und spannend ist auch, sobald Länder in die EU kommen, habe ich auch schon gesehen, gelten sie irgendwann nicht mehr zum Balkan. Ne? Also in Österreich habe ich schon Grafiken gesehen, da waren Slowenien und Kroatien galten da irgendwann nicht mehr zum Balkan und das geht natürlich nicht. Naja. Also wer mal Teil Jugoslawiens war, gehört zum Balkan und das gilt auch für die lieben Slowenen und die Kroaten, muss man leider so sagen. Das ist ein Begriff, der irgendwie situativ angepasst werden kann. Ne? Also es ist ja auch... Erstmal zur Erklärung, warum ich gerade ein bisschen entnervt reagiert habe. Ich habe mir heute erstmal wieder unsere Nullnummer, unseren Testballon angehört und da hält er exakt denselben Vortrag. Und ich glaube, in jeder dritten Folge erklärt er nochmal mit exakt denselben Worten und Verweisen, was das mit diesem Begriff auf sich hat. Aber Balkan vielleicht auch noch ergänzend aus der Perspektive der Länder, die dazu gerechnet werden, ist es ja oft auch das, wo man nicht dazu gehören will. Ne? Also wenn man irgendwie... Sagen wir mal so, weniger progressive Kroaten und Slowenen fragt, ob sie zum Balkan gehören, dann sagen sie in Gottes Namen nein. Ne? Also das sollte man dabei auch immer bedenken. Es kommt nicht überall gut an, wenn man sagt, dass die Länder zum Balkan gehören. Wobei die Frage ist, haben wir eigentlich ein Problem mit dem Begriff? Wir offensichtlich ja nicht. Ne? Nö. Also es hat sich auch noch nie bei uns beschwert und gesagt, wir gehören nicht zum Balkan. Tja. Meine Verwandten. Aber, ja. Also ich würde sagen, der Balkan beginnt in Wien. Ja. Also spätestens. Jetzt ist es ja so, Christo, du bezeichnest dich als bosnisch-serbisch, wenn ich das richtig verstanden habe, und Daniel, du dich als bosnisch-kroatisch. Inwiefern sind diese Bezeichnungen für euch von Bedeutung und wie wichtig sind solche Zuschreibungen generell im Hinblick auf den Balkan? Puh. Na, also vielleicht aus meiner Biografie würde ich sagen, das ist eine Zuschreibung, die an Bedeutung verloren hat, also als Selbstzuschreibung. Ne? Also ich bin ja jemand, der... Also erstmal bin ich in Deutschland geboren und aufgewachsen im Gegensatz zu Christo. Mit der Frage, warum man ihn überhaupt reingelassen hat, beschäftigen wir uns in anderen Mal. Aber ja, also für mich in meiner Jugend, natürlich während des Zerfalls Jugoslawiens, wo das alles nationalistisch aufgeladen wurde, da war es natürlich besonders wichtig für mich, Kroate zu sein. Umso wichtiger, da meine Familie ja nicht aus Kroatien stammt und wir trotzdem Kroaten sein wollten. Wie wichtig ist diese Zuschreibung? Vielleicht auf unserer persönlichen Ebene für mich und Christo wahrscheinlich nicht. Also meistens sagen wir auch, wir stammen aus Bosnien in erster Linie. Mein verstorbener Vater hätte da ganz vehement widersprochen. Der ist irgendwie auch immer in Urlaub nur nach Kroatien gefahren, auch wenn seine Heimatstadt nun mal in Bosnien liegt, aber okay. Und, in der Herzegowina. In der Herzegowina, Entschuldigung, um Gottes Namen, in der Herzegowina. Und konkret auf, politisch und auf unten, sagen wir mal, in den Ländern in Bosnien ganz konkret ist diese Zuschreibung sehr wichtig, denn sie entscheidet unter anderem darüber, welches Präsidiumsmitglied man im bosnischen Präsidium wählen darf. Und sie entscheidet eine ganze Menge. Ja, also ich weiß nicht, ob mir diese Zuschreibung wichtig ist. Also Lazarevic ist einfach ein sehr serbisch konnotierter Name in der Region.
wenn man so heißt, dann noch mit einem sehr, sehr serbischen Vornamen, dann ist... Es geht nicht serbischer. Er könnte also noch wirklich Slobodan Srbović heißen, aber dann, also dann wäre es noch serbischer. Aber ja, genau. Und also insofern ist das halt die Zuschreibung. Ja? Also ich bin in Bosnien geboren, meine Familie kommt aus Ostbosnien und dann ist man aber gleichzeitig halt irgendwie... Ja, hat einen serbischen Namen, also ist man bosnischer Serbe. Das ist aber durchaus auch ein politischer Begriff. Also es gibt auch viele Leute in Bosnien-Herzegowina, die auch serbische Namen haben und die von sich sagen, nö, wir sind nur Serben und keine bosnischen Serben. Das ist ja dann immer, also es gibt, man kann eigentlich kaum einen politisch neutralen Begriff nehmen, wenn man aus der Region ist. Nun, glaube ich, spreche für mich und Daniel, wenn ich sage, dass uns unsere serbischen, kroatischen Wurzeln jetzt nicht, ja, wie soll ich sagen, setzt sich das, woran wir jeden Morgen mit stolz geschwellter Brust denken. Das ist halt da, wo ich herkomme. Und jetzt bin ich inzwischen deutscher Staatsbürger, also deutscher Staatsbürger mit bosnisch-serbischer Herkunft oder so. Keine Ahnung. Aber ja, wirklich wichtig ist es nicht. Aber man muss schon sagen, dass viele Gags im Podcast darauf beruhen. Insofern hat es auch sein Gutes. Ja, was heißt wirklich wichtig ist es nicht? Wenn es uns nicht irgendwie wichtig wäre, welche Geschichte da irgendwie hinter uns steht, dann würden wir diesen Podcast nicht machen, muss man ja auch mal sagen. Warum interessieren wir uns für die Region? Weil wir familiär gesehen aus der Region stammen und weil es Thema ist und ein Thema, dem wir uns nicht entziehen können, nicht wollen. Und natürlich hat das insofern eine Bedeutung. Aber jetzt die Bedeutung, du hast es halt gesagt, die meisten meiner Familie sagen auch, sie sind Kroaten. Ja? Und bosnische Kroaten sind sie dann, wenn es darum geht, irgendwelche politischen Ansprüche in Bosnien zu begründen, dann sind sie auch bosnische Kroaten. Also, ja. Aber meine Liebe gebührt dann dem Balkan. Grenzenlos. Die hört jetzt nicht an der bosnischen oder serbischen Grenze auf. Ja. Auch dem Kosovo. Ja, natürlich. Ja, darauf kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Vorher ist nochmal die Frage, wenn nicht gerade Corona ist, wie oft seid ihr auf dem Balkan unterwegs und gibt es Orte, die oder ein Ort, mehrere Orte, die euch ganz besonders am Herzen liegen? Es ist für mich seit, lass mich nicht lügen, 1999 oder 2000, das erste Jahr in meinem Leben, dass ich nicht mehr in Bosnien war, dass ich nicht bei der Familie war, dass ich weder in Tuzla, Sarajevo, Belgrad oder Zvornik war. Und das nervt. Also das ist somit das, was mich am meisten nervt. Und das ist nicht absehbar, dass es zumindest bis Mitte nächsten Jahres irgendwann klappen könnte. Also das ist wahrscheinlich das, was mich am meisten nervt. Ich bin Daniel auch sehr froh, dass er den selbstgebrannten Schnaps heute mitgebracht hat, weil ich war ja meiner Quellen entzogen und habe mein letztes Glas am 28. April getrunken. Also insofern, das ist ein halbes Jahr her. Zeiten. Es sind, wir müssen Opfer bringen, Christoph. Was haben genau, wir noch, ja? Genau. Nee, als Kind mit der Familie immer nach Ostbosnien, an die bosnisch-serbische Grenze. Zvornik, auch ein Ort mit einer eher unschönen Geschichte im Krieg, über die man nicht viel redet dort, wenn man ehrlich ist. Und war mir dann aber als Jugendlicher, war mir das gar nicht so präsent, ehrlich gesagt. Sind wir irgendwie nach Hause gefahren, da war die Familie und in manchen Jahren war es ganz nett, weil deine ganzen sehr, sehr vielen gleichaltrigen Cousins und Cousinen mit dir rumhängen und man irgendwie jeden in der Stadt kennt. Ist auch kein Kuhkaff. Also es gab da auch mal Konzerte und ein paar Kneipen, in denen man abhängen konnte. Mit der Zeit, irgendwann habe ich einen Job gebraucht. Ich war ein bisschen faul, eine neue Sprache zu lernen und dachte dann als Auslandsreporter, gehe ich halt dahin, wo ich die Sprache schon ein bisschen kann. Macht doch Sinn. Ja. Ja, bei mir muss man sagen, ich habe ja journalistisch nicht auf dem Balkan gearbeitet, aber ich habe den genau wie Christo familiär, das heißt, also alle Kids, Gastarbeiterkinder kennen das einmal im Jahr. Es gibt nur ein Reiseziel, nämlich die Heimatstadt der Eltern oder die Heimatstätte der Eltern. Wenn man Glück hat, geht man auch noch ein bisschen ans Meer oder besucht Verwandte in einer größeren Stadt. So war das halt bei mir meistens. Und habe mich erst, als ich erwachsen wurde, auch selbst angefangen, da mal irgendwie andere Sachen zu erkunden. Also ich meine, ich war Mitte 20, als ich das erste Mal Dubrovnik gesehen habe, ja, von dem mir die deutschen Touristen dann immer erzählt haben. Weil, ja, schön da. Also, ja, naja, kann man sich drüber streiten. Und ansonsten die meiste Zeit habe ich dann in Duvno, beziehungsweise Tomislavgrad, der Geburtsstadt meines Vaters, verbracht. Da würde ich jetzt gar nicht so viel Wert drauf legen, das zu erwähnen, aber mir wird regelmäßig inzwischen gedroht, wenn ich erwähne, dass ich aus der Stadt komme, dass ich dann Ärger kriege und man mir die Haut abzieht. Deshalb erwähne ich es besonders gerne. Besuchen Sie Tomislavgrad, sympathische Menschen. Wie war das bei dir damals, nur wenn ich eine Rückfrage stellen darf? Wie viele Leute wart ihr im Auto? Ihr wart wahrscheinlich im Auto unterwegs. Ja. Was war das für ein Auto? Ein Opel Kadett. Oh. Nee, Quatsch, ein Opel Rekord, Entschuldigung. Naja, okay, und wie viele wart ihr auf dem Rücksitz? Vier. Okay. Ich vier war manchmal, und 50 Kilo Kaffee. Also, ja, genau, bei mir war es Paprika. Ja. Und mein Vater hat mir immer erzählt, wir müssen 30 Kilo Paprika mitnehmen und du musst jetzt den Rücksitz mit der Paprika teilen, weil die leckerer sind und günstiger. Und da habe ich ihm versucht, ihm vorzurechnen, wie viel Stromkosten eigentlich so eine riesen Tiefkühltruhe im Jahr ist. Wir waren nur schwer beladen. Aber das hat nicht funktioniert. Naja.
Naja, bei mir war es ja, das war ja noch im Sozialismus. Wir hatten ja nichts, wir mussten ja alles runterschaffen. Ach, so alt bist du, ja, okay. Ja. Okay. Wie heißt eigentlich das Gebräu, was wir hier getrunken haben oder noch trinken? Loza. Okay. Loza, das ist eine Art Trester. Also typisches Balkan-Klischee, dass wir alle Schliwowitz trinken, Schliwowitz aus Pflaumen, Pflaumenschnaps, wird tatsächlich vor allen Dingen in den Gegenden getrunken, wo es, Überraschung, Pflaumen angebaut werden können. In der Herzegowina ist das sehr oft nicht der Fall. Da trinkt man halt, ja, Trester. Schön. Ja, ihr habt ja jetzt gerade schon erzählt, ihr seid regelmäßig auf dem Balkan unterwegs, in unterschiedlicher Mission manchmal. Was hat dann letztendlich dazu geführt, den Podcast Balla Balla Balkan ins Leben zu rufen? Okay, es ist so. Daniel ist ja in Frankfurt geboren, aufgewachsen und der Stadt treu geblieben. Gibt ja auch keinen Grund, da wegzuziehen. Das ist ja eine tolle Stadt. Beste. Und ich bin 2009 nach Beendigung meines Abiturs nach Frankfurt am Main gezogen und habe dort ein Studium begonnen. 3 Jahre rumstudiert. Und wir sind teilweise in selben Orten rumgehangen und so. Aber wir kannten uns nicht. Also wir kannten uns nicht, als ich in Frankfurt war. Wir haben aber teilweise gemeinsame Bekannte und sind manchmal in denselben Orten rumgehangen. Wahrscheinlich waren wir auch damals schon mal in demselben Raum, aber wir kannten uns einfach nicht. Und dann 2015 muss es gewesen sein. Ich habe zu der Zeit in Wien gearbeitet bei einer Zeitung. Und es war Frankfurter Buchmesse. Und die Frankfurter Rundschau, bei der Daniel damals gearbeitet hat, hat eine Sonderausgabe gemacht, der Feral Tribune. Feral Tribune ist ein, ja, eine Zeitung aus den, vor allem aus den 90er Jahren in Kroatien. Eine eher alternative Zeitung, in der viele Kriegsgegner geschrieben haben. Eher links, auch viel Satire. Und ich würde sagen, vom Inhalt her so eine Mischung aus Taz und Titanic mit kroatischen Eigenheiten, sagen wir es mal so. Aber man muss immer sagen, eine Zeitschrift, die halt auch investigative Reportagen gemacht hat und auch ernsthafte, sehr viele ernsthafte Geschichten. Das ist der Taz-Abschrift. Die ist in erster Linie nicht für ihre, Entschuldigung, weiß ich nicht. Nee, aber gehasst, die Zeitung war Hassobjekt der Nationalisten in Kroatien ist sie bis heute und vor allen Dingen halt für ihre ernsten Geschichten, nicht unbedingt für ihre Satire. Ne? Also, genau. Und Daniel hat ein paar von den Redakteuren nochmal zusammengetrommelt in Frankfurt zur Buchmesse und die haben dann eine eigene Ausgabe der Feral Tribune gemacht. Zu der Zeit war ich in Wien und wusste, okay, das kommt raus. Dann bin ich extra nach Wien in den 7. zum Westbahnhof gefahren, großer Kiosk und habe mir die Frankfurter Rundschau gekauft. So, dann schaue ich die Frankfurter Rundschau auf und merke, die verdammte Beilage ist nicht dabei, weil sie in Österreich die Beilage nicht dabei ist. Und dann habe ich irgendwie rumgefragt, wer denn wissen könnte, wie ich an dieses Ding rankomme. Und dann hat mir jemand, Daniels, habe ich dich auf Twitter oder per Mail? Ich glaube, es war sogar per Mail, habe ich dich angeschrieben. Und gesagt, guten Tag, Herr Meitsch. Ich habe mir die FR gekauft, die Sonderbeilage ist nicht drin. Das geht so nicht. Schicken Sie mir bitte eine PDF. Typisch. Ja. Abonnenten, die sich bei einem beschweren. Ne? Also, ob man als Redakteur das machen könnte. Nein, auf jeden Fall habe ich ihm das PDF geschickt und dann ging es los. Dann habe ich mir diesen Lazarevic mal auf Twitter angeguckt, wo er ja sehr viel rumgehangen hat. Ich auch. Und dann kam irgendwann raus, dass wir irgendwie denselben Humor haben und wie es halt so ist, 2 Männer mit Selbstbewusstsein, die glauben, dass ihre Witze auch für andere geeignet sind, machen heutzutage einen Podcast. Und die sich gerne reden hören. Die sich verdammt gerne reden hören, wie ihr heute jetzt schon wieder merkt. Ist aber auch schon 4 Jahre her, oder? 2016, meine ich, habt ihr den gegründet. Genau, ja. 4,5 Jahre ist es her, ja. Abgefahren. Ja, ich meine, in der Zeit ist Trump zum Präsidenten gewählt worden und wieder abgewählt worden. Also man, nicht schlecht. Als wir übrigens mit dem Podcast angefangen haben, war der Balkan noch so eine Region, wo Politiker, die populistische, komische Dinge sagen und komische Dinge tun. Also das hatte noch so ein bisschen etwas Exotisches quasi. Also da konnte man manchmal sagen, irgendwie an die Zeitung bringen, hey, da hat jemand was Komisches, Populistisches gesagt. Ist ja voll merkwürdig. Machen wir eine Geschichte darüber. Und ich muss sagen, seit Trump und ein paar andere Gestalten irgendwie Staatschefs geworden sind, funktioniert das nicht mehr so richtig. Naja. Also ich würde sagen, viel, und jetzt der ernsthafte Twist, also viel von dem, was in Südosteuropa schiefgelaufen ist oder schiefläuft, läuft gerade auch international schief und das ist ein bisschen beunruhigend, das zu sehen, ehrlich gesagt. Ja, darüber werden wir später auch noch mal ein bisschen reden. In eurem Podcast habt ihr ja Themen, die durchaus sehr umfassend sind. Also ihr redet sowohl über die aktuelle Politik als auch teilweise über die Geschichte und Vergangenheit des Balkans, die Sprachen bzw. die Sprache. Und die Kultur und so weiter. Dazu habe ich gleich auch noch eine Frage, weil mich das tatsächlich sehr interessiert. Aber zuerst, wie entscheidet ihr euch für ein Thema? Nein. Kann man sagen. Wir machen jedes Mal, wenn wir uns dann in Real Life treffen, riesige Listen, mit worüber wir eigentlich noch reden könnten. Davon arbeiten wir die Hälfte ab und zwischendurch kommt dann immer mal wieder was Aktuelles rein. Oder es kommt was passiert, was aktuell ist, so wie bei unserer letzten Ausgabe, da ging es um Islamismus, da war natürlich der Anschlag in Wien, da haben wir gedacht, so, okay, jetzt reden Leute wieder mal über Islamismus auf dem Balkan. Erstaunlich differenziert diesmal,
muss man sagen. In den deutschsprachigen Medien. In den deutschsprachigen Medien, genau. Ja? Und da haben wir natürlich einmal aufgegriffen irgendwie das Thema, wie weit verbreitet ist dieses Phänomen in den Balkanstaaten, beziehungsweise in den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens in dem Fall. Und was oft interessanter ist, ist nicht mal so, wenn man ein Phänomen wie dieses aufgreift, wie stark ist es, sondern wie stark wird es gemacht, wie stark wird es instrumentalisiert. Und ja, so finden wir unsere Themen und zwischendurch machen wir natürlich auch Sachen, auf die wir richtig Bock haben. Also so etwas wie 1,5 Stunden über Partisanenfilme reden, das natürlich, das oder war das was, Fluchen, was ich gerne mochte. Ja? Das war Daniels Folge. Ich musste mir dann in einem Monat 5 3-stündige Partisanenfilme aus den 60er und 70er anschauen, die wirklich und sehr gut sind. Geschadet? Nein, die sind wirklich sehr, sehr gut. Geschadet? Aber wenn du schnell hintereinander 5 von denen gucken musst, die alle 3 Stunden lang sind, das sollte man lieber auf ein Jahr verteilen. Aber nein, das war schon gut, die nochmal zu gucken. Könnt ihr schon verraten, was das Thema eurer nächsten Folge sein wird? Wisst ihr es schon? Ja, wissen wir, willst du? Ja, die nächste reguläre Folge, die erscheint, wird sich nochmal, wir hatten dieses Jahr schon eine Corona-Folge, Corona auf dem Balkan. Ja, und wie es nun mal so ist gerade mit der Pandemie, der grassierenden, brauchen wir da mal ein Update. Also darum wird es. Also wenn man sich die Zahlen gerade anschaut, Montenegro und Serbien sind im europäischen Vergleich. Oft fallen die weg in europäischen Vergleichen, weil da nur EU-Länder drin sind. Dann denke ich mir mal, ja, sag mir doch, was in Serbien und Bosnien los ist. Warum denn nicht? Aber diesmal sind sie dabei, wenn es um schlechte Sachen geht. Und Serbien und Montenegro haben gerade die höchsten Corona-Infektionszahlen im Vergleich. Das ist sehr beunruhigend, allerdings leider nicht sehr verwunderlich, weil, also ich will jetzt auch keine Witze darüber machen, aber der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche ist verstorben, nachdem er sich bei der Beerdigung des Metropoliten von Montenegro angesteckt hat, der auch an Corona verstorben war. Und derjenige, der die Beerdigung des serbisch-orthodoxen Patriarchen geleitet hat, hat jetzt auch Corona und ist auch schon ein bisschen älterer Herr. Also es ist alles ein bisschen, es ist vielleicht keine gute Idee, zu Corona-Zeiten Massenbeerdigungen abzuhalten, in denen die Gäste nochmal die an Corona verstorbene Leiche küssen. Naja. Ja, Massenbeerdigung wird es hoffentlich nicht geben. Also sagen wir mal, Massenveranstaltung. Wobei bei der ersten Beerdigung haben die Leute noch den Leichnam, also das klingt super komisch, aber das ist bei serbisch-orthodoxen Beerdigung teilt wirklich so, dass man nochmal die Leiche küsst und sich bekreuzigt. Und beim Patriarchen allerdings haben sie schon einen Glaswand vor sein Gesicht gemacht und nach ein paar Leuten einmal mit Desinfektionsmittel drüber. Es klingt wirklich sehr weird, wenn man das erzählt. Ja, das klingt sehr weird, aber auch in den anderen Staaten sieht es nicht so gut aus. Zum Beispiel in Kroatien, das ist ja wirklich, wo wir im Frühjahr noch gesagt haben, meine Güte, das ist ja langweilig, die kommen ja total gut durch die Pandemie, da sieht es jetzt auch nicht mehr so gut aus. Das verdient ein Update. Und ansonsten, ich weiß nicht, wollen wir schon die übernächste Folge ankündigen? Dann machen wir mal ein Land, mit dem wir uns gar nicht so gut auskennen. Genau. Aber es gehört auch zum Balkan und deswegen dachten wir, Folge 45 machen wir die einfach mal. Genau, dann geht es dann nämlich mal um Bulgarien. Und was wir da erzählen, wissen wir noch nicht. Hey, es gibt einiges, was in Bulgarien letztes Jahr passiert ist und wir kriegen immer wieder Anfragen von Leuten, die dann sagen, hä, der Balkan, das ist ja nicht nur Ex-Jugoslawien. Zu unserer Verteidigung, wir haben inzwischen auch 3-mal uns mit dem Kosovo und Albanien beschäftigt. Ja? Also, und haben da sehr viele Zuhörer, interessanterweise. Ich weiß nicht, ob uns alle mögen. Das ist eine andere Frage. Aber wir werden uns dann auch mit Bulgarien befassen. Und zwischendurch könnte es noch eine extra Folge geben, aber das verraten wir jetzt noch nicht. Ich bin gespannt. Ihr habt das ja eben schon so ein bisschen angeschnitten. Habt ihr beide eine Lieblingsfolge? Nicht eine, mehrere. Zum Beispiel, oder welche könnt ihr besonders empfehlen? Also die witzigste ist die mit den Beleidigungen. Ja, die ist ganz gut. Fluchen auf dem Balkan? Genau. Mhm, ja. Da gibt es den großartigen Danko Dabrenovic. Der hat irgendwie... Wir müssen erwähnen, wir haben ja immer wieder Gäste bei uns in der Sendung. Das genau, wir haben immer wieder Gäste in der Sendung. Diesmal Danko Dabrenovic, der hat vor, ey, das ist bestimmt schon 8, 9 Jahre her, da hat er ein Buch geschrieben, das hieß Der Balkanizer. Und so ein bisschen, er hasst den Vergleich, aber nur, damit man es sich vorstellen kann, falls man es nicht kennt, so ein bisschen wie Wladimir Kamina, so die russische Community in Deutschland beschreibt, macht er es halt mit Menschen aus dem Jugoslawien, auch mit einem ähnlichen Dialekt, aber inhaltlich machen die völlig verschiedene Sachen. Ja? Der eine ist DJ, der andere ist Musiker. Naja, jedenfalls, Danko hat in einem Kapitel halt WKS, bosnisch-kroatisch-serbische Beschimpfung ins Deutsche übersetzt und dann wieder rückübersetzt und versucht das zu übersetzen. Und das funktioniert natürlich nicht. Und das klingt super, super komisch oder auch sehr ordinär, wenn man versucht, das zu machen. Ja.
Muss man, ich sag mal, das ist eine Folge, die muss man mögen. Ja? Also ich mag sie, aber das ist vielleicht nicht jedermann zum. Also was ich empfehle, jetzt sage ich mal nicht unsere Lieblingsfolge, wenn jemand in diesen Podcast einsteigen will. Zum Einsteigen sind immer am besten unsere Länderfolgen geeignet, weil die sind so komprimiert, dass alles, was diesen Podcast ausmacht. Wir haben ja mal ernstere Folgen. Ne? Unsere Srebrenica-Folge kommt ohne Humor aus, vollkommen angemessen dem Thema. Aber unsere Länderfolgen, die sind immer eine Mischung aus... Wir erzählen mal sachlich, was da los ist, aber vor allen Dingen polemisieren wir uns durch die Länder durch. Slowenien war das letzte Land, durch das wir uns durchpolemisiert haben. Also da, die sind gut geeignet zum Einstieg. Ansonsten, nachdem unsere Slowenien-Folge rauskam, wir waren sehr, vor allem Daniel, ich mag sagen, Daniel war sehr gemein zu Slowenien, so ein quatsches Ding. Und kurz danach, wenige Stunden danach, ist, glaube ich, der Premierminister zurückgetreten. Auch kein Staat über den Rest. Wir haben die Vermutung, dass er wegen uns zurückgetreten ist, aber das wissen wir natürlich auch nicht genau. Ja. Die sind gut zum Einsteigen. Meine Lieblingsfolgen, einmal diese Partisanenfilmfolge, weil die auch sehr aufwendig gemacht war von uns und weil wir da, glaube ich, ein Kulturphänomen erklären, das vielen deutschen Zuhörern wahrscheinlich nicht so bekannt ist, aber bei den Leuten mit Migrationshintergrund aus dem ehemaligen Jugoslawien auch einen gewissen Nostalgiefaktor hat. Also die kann man sich gut anhören. Man kann sich alle gut anhören. Aber welche empfehle ich noch? Also wenn man uns auf 180 hören will, dann die Handke-Folge? Oh ja, wenn man uns aufhören will, wie wir uns aufregen, dann das extra zu Handke. Und unsere Fußballfolge mit Dario Brentin war auch ziemlich gut, finde ich. Da haben wir auch gedacht. Hört euch einfach alle an. Ja, eine Folge, die ich total cool fand, ich hatte das ja eben schon kurz angesprochen, war die zu den Sprachen, die auf dem Balkan gesprochen werden. Das hatte bei mir auch so ein bisschen zum Hintergrund, dass ich in Belgrad an einer von diesen Free Walking Tours teilgenommen habe und die serbische Stadtführerin fing dann irgendwann an, sich mit einer Bosnierin zu unterhalten. Und das fand der Rest der Gruppe dann auch ganz spannend, dass das so ging und die sich verstanden haben. Und ja, der Stadtführerin war das dann aber sehr, sehr wichtig, ganz schnell zu erklären, nein, das sind aber zwei ganz unterschiedliche Sprachen, völlig unterschiedlich. Und das ist auch ganz oft die Situation gibt, dass Leute, wenn sie sich für irgendwas bewerben, in ihre Lebensläufe schreiben, sie würden Kroatisch, Bosnisch, Serbisch sprechen und das würde ja überhaupt nicht stimmen. Und dann, das war ja auf jeden Fall sehr wichtig, das zu betonen. Dann habe ich mir daraufhin mal eure Folge angehört zu Sprachen auf dem Balkan und wie sehr unterscheiden sie sich denn wirklich voneinander? Also es gibt verschiedene Sprachen auf dem Balkan, aber Montenegrinisch, Bosnisch, Kroatisch und Serbisch sind unserer Auffassung nach keine verschiedenen Sprachen. Weil wenn man, kann man sagen, dass es verschiedene Sprachen sind, dann sind aber Badenzerisch und Schwäbisch auch zwei verschiedene Sprachen. Also nein, es gibt inzwischen sagt man BKS, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, das heißt es auch auf offiziellen Dokumenten. Ich bin der Meinung, dass es eher einen politischen Hintergrund hat. Und ja, es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen, aber ich versuche das immer so zu erklären, dass ich sage, naja, also der Unterschied zwischen Berlin, Wien und Zürich ist sprachlich sehr, sehr viel größer als zwischen Belgrad, Zagreb und Sarajevo. Ja. Um es noch absurder zu machen, zum Beispiel, also Standard-Kroatisch und Standard-Serbisch weichen voneinander wesentlich weniger ab als Standard-Kroatisch und gewisse kroatische Dialekte. Ja, also das Kajkavische, das da in der Region nordöstlich von Zagreb gesprochen wird, da könnte man drüber reden, ob das eigentlich noch kroatisch ist, aber Standard-Kroatisch und Standard-Serbisch sind halt sehr nah beieinander. Ja. Und wie du gesagt hast, also ich meine, da gibt es dann immer die Argumentation, ja, aber es ist kulturhistorisch, haben die Sprachen sich irgendwie anders entwickelt und literaturgeschichtlich, ja, kann man gerne so sehen. Aber du hast auch gesagt, um nochmal zu sagen, Sprachen aus Jugoslawien, da muss man noch erwähnen, für alle, die es nicht wissen, Slowenisch ist tatsächlich eine eigene Sprache. Heißt es jetzt Nordmazedonisch? Es ist Mazedonisch oder Nordmazedonisch. Die haben zwischendrin ihren Namen geändert, weil sie in EU wollen, aber Bulgarien lässt sie jetzt nicht. Also das, was man in Fyrom, wie wir es immer gerne genannt haben. Und wir merken mal an, Nordmazedonien, wie kann man so einen geilen Namen wie Fyrom, das war die Abkürzung für Former Yugoslavian Republic of Montenegro. Das haben wir beim Eurovision Song Contest. Eurovision Song Contest hat man immer gehört, Fyrom. Fyrom. Was für ein geiler Republic Name, wie kann man den ablegen? Ich würde echt, keine Ahnung, Bosnien sollte Fyrom heißen. Hör das mal an, das klingt doch wie aus einem Videospiel. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das ist eine eigene Sprache und natürlich neben anderen Minderheitssprachen gab es in Jugoslawien mehr als knapp 2 Millionen Menschen, die Albanisch gesprochen haben. Also es ist keine jugoslawische Sprache, aber eine Sprache aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ja, ja, du hattest das auch schon kurz angesprochen, die letzte Folge. War ein bisschen ein ernsteres Thema, Islamismus, der Grund für diese Folge war der Anschlag in Wien vor wenigen Wochen, wo mehrere Menschen ums Leben gekommen sind. Und also die Folge ist auf jeden Fall empfehlenswert, ich würde aber ganz gerne auf einen Aspekt ein bisschen näher eingehen.
Und zwar, ich weiß nicht mehr, wer von euch das gesagt hat, aber einer von euch meinte, so neben der Trauer und neben dem Schock war für euch vor allen Dingen auch der Gedanke irgendwie sehr relevant, hoffentlich hat dieser Täter nichts mit uns zu tun und nichts mit dem Balkan zu tun. Und mittlerweile weiß man ja, dass er zwar in Österreich aufgewachsen ist, aber einen Hintergrund in Nordmazedonien hat. Und könnt ihr diesen Gedanken vielleicht nochmal näher erläutern, warum euch das so ging? Das hat keiner von uns beiden gesagt. Das hat doch, das war Nedat Memic. Das war Nedat, hat das vor allem. Also, ja, nicht, aber keiner von uns beiden. Ja. Also unser, den Mann, den wir uns freundlicherweise interviewt haben. Guter Mann, lieber Nedat. Grüße, falls du zuschaust. Und der hat ja etwas formuliert, was natürlich viel, also ein Gefühl, das wahrscheinlich Muslime nicht nur vom Balkan kennen, jedes Mal, wenn man irgendwie sich Anzeichen verdichten, dass es einen Anschlag gab, dass man dann hofft, erstmal hoffentlich hat es keinen islamistischen Hintergrund, weil sonst fällt das auf uns zurück und dann nochmal spezieller, hoffentlich hat es nicht nur, wenn es einen islamistischen Hintergrund hat, hoffentlich kommt das dann sozusagen nicht aus unserer Region. In diesem Fall ging es, war der Attentäter, hatte Wurzeln in Nordmazedonien, also aber halt albanisch, also gehörte da der Minderheit, kann man es nicht nennen, die machen ja immer ein Drittel der Bevölkerung aus, ne? Also gehörte der albanischen Ethnie in Nordmazedonien an. Stammt aber eigentlich aus Wien und hat sich da auch radikalisiert, offenkundig in einer Moschee, die dann von einem bosnischen Prediger geleitet wurde. Ja, insofern können wir da natürlich die Angst nachvollziehen, die Menschen dann hatten, als sie diese Nachricht vernommen hatten. Also gerade weil auch mit diesem Thema Islamismus in den 90ern großer Unfug getrieben wurde, ne? Also angefangen bei serbischen Nationalisten, die ihren Kampf für Großserbien in Bosnien sozusagen als Kampf gegen den Islamismus verkaufen wollten, und es wird bis heute noch betrieben. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass die Problematik wurde ja relativ differenziert in westlichen Medien dargestellt und naja, in serbischen, kroatischen Medien nur bedingt, ne? Ja, genau. Ich glaube, dieses Gefühl kann man irgendwie auch, also es ist ja furchtbar, ja, es geschieht irgendwo ein Einschlag und der erste Gedanke sollte ja nicht sein, dass man sich überlegt, wie wird es jetzt instrumentalisiert, ja, aber wir haben nun mal eine rechtsradikale Partei im Bundestag, bei der du auch weißt, dass die ganzen Politiker und so von denen irgendwie auf Twitter hängen und wahrscheinlich schon so ein vorformuliertes Ding haben und je nachdem, wo was passiert, fügen die halt die Stadt und was weiß ich was mit ein und instrumentalisieren das natürlich sofort. Das haben wir auch in Trier jetzt wieder gesehen, wo Leute erstmal die Herkunft des Täters wissen wollten und oh, am Ende war es doch ein weißer Deutscher, dann hat er wahrscheinlich psychische Probleme. Also das ist natürlich ekelerregend, dass es so ist. Also man sollte ja, wenn so etwas passiert, sich erstmal Gedanken über diese Menschen machen, die dort verletzt wurden oder die getötet wurden über diesen Anschlag, über Menschen, die Angst haben und was es mit unserer Gesellschaft macht. Aber einer der ersten Gedanken ist tatsächlich, wenn man weiß, wie diese ganze Medienaufmerksamkeit funktioniert, natürlich, okay, was werden jetzt die Rechtsradikalen und Rechten versuchen, daraus zu machen? Das ist, ja, sehr schade. Daran anknüpfen vielleicht nochmal die Frage, jetzt gibt es ja in Deutschland und in Österreich durchaus viele Leute, die mal aus dem Balkan nach Deutschland gekommen sind und zum Beispiel in den 90er Jahren während der Kriege ihre Heimat verlassen mussten. Und bevor wir uns gleich nochmal näher mit den einzelnen Balkanstaaten beschäftigen, wäre meine Frage, inwiefern Rassismus und Vorurteile eine Rolle spielen in Deutschland in Bezug auf den Balkan? Ich weiß, das ist eine sehr umfassende Frage, aber was ist so vielleicht das Erste, was euch da in den Sinn kommt? Naja, also wir sind ja Anfang der 90er nach Deutschland gekommen, da war ich noch sehr, sehr klein, 3 Jahre alt. Und es gab aber bei uns auf der Schule, im Kindergarten etc. pp., da gab es relativ viele Leute, die gerade nach Deutschland gekommen sind. Eigentlich aus aller Welt. Aber da, also damals, noch als Kind, hatte ich nicht das Gefühl, dass es jetzt einen Unterschied macht, ob jemand ein jüdischer Kontingent, Flüchtling aus Russland war, aus Eritrea kam oder aus Bosnien-Herzegowina. Inzwischen mit sehr vielen Jahren Abstand muss man doch sagen, dass es, ja, also es gibt, man ist anders von Rassismus betroffen, wenn man aus Eritrea kommt, als wenn man aus Bosnien-Herzegowina oder aus Serbien kommt. Das heißt nicht, dass man nicht... Ja, wir haben den Vorteil, dass man es uns nicht direkt ansieht. Genau. Ich bin ja ein bisschen älter als du und ich habe in den 80ern groß geworden und in den 90ern dann Jugendlicher gewesen. Und ja, also ich habe immer ein Problem irgendwie mit meinen Rassismuserfahrungen darüber zu sprechen, weil ich bin in der Großstadt Frankfurt groß geworden mit vielen Freunden aus der Türkei, aus Marokko, denen man es halt auf den ersten Blick angesehen hat, dass sie eine Migrationsgeschichte haben. Bei mir hat der Rassismus immer erst angefangen, wenn man den Namen gehört hat. Und der fiel auch weniger intensiv aus. Ja. Trotzdem kann ich sagen, also in den 90ern war es halt noch lange so. Und gerade während des Krieges, ne, erstmal war man dann natürlich auch, selbst wenn man hier geboren war, erstmal Kriegsflüchtling.
Und damals, um es mal ganz hart zu sagen, wurden auch noch wir Jugos zu den Kanaken gezählt. Das hat sich ein bisschen verschoben, seitdem man jetzt irgendwie mehr auf seitens der radikalen Rechten mehr auf die auf das Europa der Vaterländer abstellt und auf die Rettung des christlichen Abendlandes, manchmal des christlich-jüdischen Abendlandes, wenn man besonders verlogen ist, dann versucht man ja auch gerade ja, Ex-Jugos irgendwie auf seine Seite zu ziehen, teilweise mit Erfolg. Es gibt da immer noch definitiv auch heute noch klar Vorurteile. Also es ist, wenn ich sag mal so, in meiner Karriere, wenn ich mich irgendwo aufgeregt habe, dann war das dann immer mein Balkan-Temperament, das da angeblich durchgekommen ist. Aha. Also, ja. Aber Sie, also uns wird schon auf Twitter auch gesagt, dass wir bitte wieder unsere Heimat zurückgehen sollen, so ist es nicht. Aber es ist, genau, also vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe Ende 2015 von der Balkanroute berichtet. Da gab es so ein paar Monate, in denen Slowenien vor allem in den Medien war. Das war, nachdem Ungarn den Grenzzaun fertig gebaut hat. Und dann waren an einem Tag, glaube ich, 12.600 Menschen, die nach Slowenien reingekommen sind, ein Land mit 2 Millionen Einwohnern. Und die waren natürlich massiv überfordert mit der gesamten Situation vor Ort. Dann habe ich mich mit dem Polizisten da unterhalten, irgendwie dem, ja, auf Serbisch, die Älteren zu wenig können das alle noch, viele von den Jüngeren überraschenderweise auch. Und der hat dann tatsächlich den Satz gebracht, also ich habe den so erzählt, wo ich herkomme, wo ich lebe. Und dann hat er gesagt, ja, hör mal zu, also wenn diese ganzen Leute, die jetzt hier sind, zu euch nach Deutschland kommen, dann wirst du doch endlich hier als Deutscher akzeptiert, oder? Und das ist vielleicht ein komisches Ding, was er da gesagt hat, aber es ist schon Kernwahrheit darin. Also es sind in den letzten 25 Jahren andere Menschen nach Deutschland gekommen, die ein bisschen dunkler sind und noch von ein bisschen weiter wegkommen und die jetzt mehr abkriegen und das abkriegen, was vielleicht früher Menschen aus dem Jugoslawien abbekommen haben. Das ist deutschlandspezifisch. Ich würde tatsächlich sagen, dass es in Österreich anders ist. In Österreich ist es anders, weil in Österreich die Menschen aus dem Jugoslawien die größte Migrantengruppe ist. Und wie man jetzt gerade bei Sebastian Kurz auch wieder gesehen hat, auch die, auf die man es dann schieben kann. Wenn irgendwie die Corona-Strategie nicht funktioniert, dann sind das die Reiserückkehrer vom Westbalkan etc. pp. Also da funktioniert es schon nochmal ein bisschen anders. In Deutschland würde ich sagen, dass man fast ein bisschen unsichtbarer geworden ist. Also eine Erfahrung, die zum Beispiel Menschen aus Polen oder so ähnlich vielleicht gemacht haben. In Österreich würde ich sagen, ist es anders. Und in der Schweiz auch. Genau. Ja, du hast jetzt eigentlich schon so ein bisschen das Stichwort auch geliefert für die nächste Frage. Und zwar ist ja Rassismus was, womit man auch in Kroatien oder in Bosnien zu tun hat. Und ich denke da konkret an die Situation in Bihać. Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz erzählen, was da zurzeit vor sich geht an der kroatisch-bosnischen Grenze? Ja, also es ist ja leider so, dass vielerorts, wo die Europäische Union eine Außengrenze hat, derzeit Menschenrechte eklatant verletzt werden und die EU auch einfach und EU-Staaten vor allem ihre eigenen Rechte brechen oder das Recht, das man halt hat. Also man fragt sich dann, warum gibt man sich Gesetze, wenn man sich systematisch nicht daran hält, aber dafür nicht bestraft wird. An der kroatisch-bosnischen Grenze haben wir seit über 3 Jahren den Fall, dass Menschen an der Grenze, die versuchen, von Bosnien nach Kroatien zu kommen. Ja, sobald man in Kroatien ist, hat man das Recht, einen Asylantrag zu stellen und man darf nicht zurückgeschoben werden. Was passiert ist, Menschen schaffen es auf die kroatische Seite, es kommen Grenzpolizisten, sie werden misshandelt, sie müssen sich ausziehen, ihre Handys werden zerschlagen, sie werden teilweise gefoltert, es gab Fälle von sexuellem Missbrauch auch in den vergangenen Monaten und dann werden sie zurückgeprügelt nach Bosnien. Das ist alles illegal und ich glaube jetzt nach über 3 Jahren hat die EU-Kommission mal anerkannt, dass es da irgendeine Form von Problem geben könnte. Obwohl sie haben nicht ausgesprochen, dass es das Problem gibt. Es ist alles dokumentiert und es gibt jetzt auch ein Video vom Spiegel, das vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Das sind eklatante Menschenrechtsverletzungen. Du hast einen EU-Staat, der Leute nicht nur Pushback, sondern auf eine äußerst brutale Art und Weise. Aber es sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als müsste man dafür großartig Konsequenzen fürchten. Horst Seehofer sagt dann auch, nee, die machen alles richtig und die kriegen natürlich auch Equipment aus Deutschland und die EU gibt ihnen natürlich auch Gelder für den Grenzschutz, mit denen die Leute, die dann Leute foltern, bezahlt werden. Also das ist wirklich sehr, sehr ekelhaft, was dort abläuft. Naja, und auf der bosnischen Seite hast du den Fall, naja, die wollen ja nicht in Bosnien bleiben, die meisten Geflüchteten dort sind. Gerade sind ein paar tausend Menschen noch an der Grenze in der Nähe von Bihać. Die lokalen Autoritäten, ja, teilweise leider muss man sagen, also es kamen zwar 92 bis 95 sehr, sehr viele Geflüchtete aus Bosnien-Herzegowina nach Europa. Es hat leider nicht, also pardon, nach Westeuropa, auch Bosnien-Herzegowina gehört zu Europa. Es hat leider nicht dazu geführt, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner von Bihać oder Velika Kladuša oder den umliegenden Dörfern besonders freundlich zu Geflüchteten sind. Leider nicht. Auch da gab es Ausschreitungen. Ja, vor allem die Behörden nicht. Man muss ja mal sagen, dass dazwischendurch mehrere tausend Menschen auf einer ehemaligen Mülldeponie zwischengelagert wurden, anders kann man es ja nicht sagen, oder beziehungsweise einfach sich selbst überlassen wurden, ohne dass die zuständigen Behörden etwas unternommen haben. Das ist der
Hilfe von engagierten Menschen wie Dirk Planert zu verdanken, dass da überhaupt irgendwelche Hilfe geleistet wurde, dass Spendengelder eingesammelt wurden, um da irgendeine Form von Hilfe zu gewährleisten. Durch mehrere Winter hindurch hier inzwischen, und zwar irgendwie so das Grundlegendste, dass Wunden versorgt werden könnten, dass die Leute wenigstens einmal am Tag irgendwas zu essen haben. Und vielleicht noch als Anmerkung, der Winter ist schlimmer, also selbst Vucek, da standen ja noch ein paar Zelte. Ne? Ja. Inzwischen sind da Hunderte, vielleicht auch Tausende Menschen, die in irgendwelchen, da im Wald irgendwie squatten, sich kleine Holzhütten bauen in der Kälte. Es werden wieder Menschen frieren, das ist eigentlich eine Frage der Zeit. Und die lokalen Behörden, die auch nicht mehr einfach diese Menschen unterbringen oder in irgendeinem Ort versorgen wollen, weil sie wollen, dass sie weg sind. Und wie gesagt, nach Kroatien kommen sie auch nicht, weil da widerrechtlich und brutal gepushbackt wird. Ja, und das in Bosnien halt war das in den letzten Jahren hinweg immer halt ein Streitthema zwischen Zentralregierung und den Kantonen, die dann auch Schabernack will ich es nicht nennen, die halt einfach versucht haben, die Flüchtlinge hin und her zu schieben und sich zu verweigern. Und zwischendurch wurde es dann auch zum Thema, das natürlich wieder nationalistisch aufgeladen wurde. Dann hat die serbische Teilentität, also die Republika Srpska in Form von Milorad Dodik gesagt, nein, die kommen auf gar keinen Fall auf unser Gebiet, wir helfen da nicht, das ist nicht unser Problem, die wollen ja nach Kroatien, die sind jetzt halt auf bosniakisch-kroatischem Gebiet, auf dem Gebiet der Föderation. Und ja, also so sieht die Situation da draußen, die Menschen sind einfach gestrandet. Man weiß, ich habe jetzt keine aktuelle Zahl, wie viele Menschen das noch sind. Zwischendurch waren es, wie viele? Es waren mal? Es wird nicht so offiziell erhoben, wenn sie in Wäldern sitzen, das ist ein bisschen das Problem, aber man kann davon ausgehen, dass da 2.000 bis 3.000 Leute derzeit einfach da sind. Ja, ich meine, es gab ja auch die wahnsinnig makabre Aussage von der ehemaligen Präsidentin in Kroatien, dass ein bisschen Gewalt würde ja nicht schaden. Ich weiß nicht mehr, wie sie es genau gesagt hat. Das war krass, weil nämlich, die haben das jahrelang geleugnet und sie haben es auch danach noch geleugnet, nachdem die Präsidentin es zugegeben hat. Ja. Weil das Ding ist, sobald sie zugeben, wir machen das, kommt ja etwas in Gang, dass man irgendetwas dagegen tun kann. Deswegen wird es geleugnet, obwohl es jeder weiß, was absurd ist. Aber ich saß schon in Brüssel bei irgendwelchen Veranstaltungen, wo 20 Leute erzählt haben, ja, das und das passiert, wir haben es mit eigenen Augen gesehen, hier sind die Beweise. Und dann ist da eine Frau von der Kommission, die dir erzählt, ja, vielen Dank, wir schauen uns das an, aber nicht anerkennen, dass es passiert. Also es wird natürlich absichtlich da weggeschaut. Und es wurde jahrelang absichtlich da weggeschaut. Und sogar nachdem die Präsidentin es zugegeben hat. Und ich muss sagen, ich habe diese Fernsehaufnahme gesehen, wo sie es zugegeben hat und dachte mir, krass, das ist ein Fauxpas. Weil sie wollte das natürlich nicht zugeben. Aber es entspricht natürlich auch dem Rechtsverständnis von ihr und wahrscheinlich auch dem größten Teil in ihrer Partei. Ja, nicht nur ihr, das sondern ist okay, auch jetzt, ist, ich meine, Kroatien hat seit Anfang des Jahres einen neuen Präsidenten, einen nominell sozialdemokratischen, der eigentlich im Prinzip genau das Gleiche jetzt gemacht hat. Der hat ja auch gesagt, der hat implizit zugegeben, dass es diese Pushbacks, diese gewaltsamen Pushbacks gibt mit den Übergriffen und gemeint, eine gewisse Form von Gewalt ist gerechtfertigt, wenn wir irgendwie einen Auftrag haben, die EU-Außengrenzen zu schützen. Und diese Menschen, das wären ja eigentlich, natürlich auch immer mit dem Argument, das sind eigentlich keine Kriegsflüchtlinge, sondern es sind ja Wirtschaftsflüchtlinge, die nach Europa wollen, als ob das irgendetwas ändern würde an der Tatsache, dass sie da an der Grenze misshandelt werden. Ich glaube, das haben sie bei vielen Bosnien in den 90ern auch gesagt, das sind gar keine Kriegsflüchtlinge, obwohl sie aus einem Kriegsgebiet kommen. Naja. Du warst ja, Christo, glaube ich, im letzten Jahr auch einmal mit dem Abgeordneten Erik Marquardt dort vor Ort an der Grenze. Hat deine Arbeit für einen Abgeordneten oder auch die Arbeit, die du dann dort mit an der Grenze quasi machen konntest, hat dir das nochmal andere Einblicke gewährt oder generell vielleicht sogar auf den ganzen Balkan? Also inwiefern ist sozusagen dein neuer Job, inwiefern verändert das vielleicht auch nochmal deinen Blick auf die Region oder tut der es gar nicht? Die Rolle, die man hat, ist natürlich eine völlig andere. Also früher war ich auch in diesem Grenzgebiet und ich habe auch von der Balkanroute berichtet, 2015, 16 vor allem. Also da war ich eigentlich monatelang immer irgendwo zwischen Idomeni und Spielfeld unterwegs und habe berichtet für verschiedene Medien, habe recherchiert, habe mit Menschen geredet und habe irgendwie versucht, die Lage zu schildern. Das ist natürlich eine völlig andere Rolle, als wenn man irgendwie quasi für einen Abgeordneten des Europäischen Parlaments arbeitet und dann vor Ort schaut, okay, was können wir machen? Das ist die politische Situation vor Ort. Was können wir hier politisch realistisch erreichen? Und es ist leider traurigerweise tatsächlich so, dass wenn die Mitgliedstaaten und anfangen würden, sich überhaupt nur an das Recht zu halten und anzuerkennen, dass es Menschen mit Rechten sind, die das Recht auf einen Asylantrag haben, dann wäre schon verdammt viel erreicht. Und dass man irgendwie guckt, dass das nicht einfach so weitergehen kann. Das ist ja eigentlich schon traurig, dass wir uns da nicht hinstellen können und sagen, ja, wir brauchen eine progressive Flüchtlingspolitik, die irgendwie über das, was wir haben, hinausgeht, sondern dass wirklich der kleinste gemeinsame Nenner, hey, es gibt Regeln, es gibt Gesetze und die gelten auch für Menschen, die an der europäischen EU-Außengrenze stehen.
Aber auch das ist leider nicht selbstverständlich, ganz im Gegenteil. Ja. Ich meine, ihr beide habt ja jetzt schon mehrfach die Erfahrungen gemacht, dass ihr über Themen berichtet habt, die durchaus auch mal heikel sein können. Inwiefern musstet ihr da ja auch Erfahrungen mit Hasskommentaren machen? Wir haben einen Baller extra eine halbe Stunde Hass mal gemacht. Das ist aber lange her, können wir eigentlich nachmachen. Das müssten wir mal wieder machen. Ne? Einfach die schönsten, so Hate-Slam-mäßig mal die schönsten Kommentare eingesammelt. Wir haben, ja, kriegt man regelmäßig. Also bei Kürzo ist es ein bisschen anders als bei mir. Ich kriege ja regelmäßig von der kroatischen Community in Kroatien, also von kroatischen Patrioten, wie ich sie immer nenne, sowohl aus Kroatien als auch vor allen Dingen von denen hier, die in Deutschland leben, also ne, kroatische Diaspora, wir lieben Kroatien aus der Ferne, kriege ich immer besonders viel ab. Und ja, das ist nicht schön, das sind Morddrohungen, Vergewaltigungsdrohungen, regelmäßig versuche mich besonders lächerlich bei meinem Arbeitgeber anzuschwärzen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, neulich bin ich da von jemandem besonders intelligentem aufgefordert worden, meine E-Mail-Adresse zu ändern, weil da steht hr.de hinten dran. Hrvatska für Kroatien? Ja, statt Hessischer Rundfunk hat sie gedacht, dass hr würde dann für Hrvatska für Kroatien stehen, deshalb müsste ich das ändern. Ja, auf mich ist man besonders sauer, jetzt auch neulich wieder aus zwei, weil ich mich gerne mit Geschichtsrevisionismus in Kroatien beschäftige. Und insbesondere dann, wenn dieser in den kroatischen Gemeinden in Deutschland gehegt, gepflegt und gefördert wird, sehr oft mit unter aktiver Teilnahme von gewissen Geistlichen, die in den kroatischen Gemeinden vermeintlich irgendwie Frieden predigen, de facto sich aber als Hassprediger im Sinne von Nationalismus und krassem Geschichtsrevisionismus, insbesondere wenn es um die Relativierung der Verbrechen des faschistischen Ustascha-Regimes geht. Ja, wenn ich mich damit befasse, dann... Also im Grunde betreiben einige von denen betreiben Holocaust-Relativierung. Muss man so sagen. Ja. Und das sind Leute, die ich kenne und Leute, die ich nicht kenne. Das sind sogar manchmal Verwandte. Also ich kriege auch was, aber ich kriege witzigerweise von der kroatischen Seite weniger ab. Ich glaube, es ist einfach ein serbischer Name, die erwarten das von mir. Ja, was, die sind ja gar nicht sauer. Steckt die denken, das muss halt sein. Das steckt dir im Blut, was sollst du auch machen, als über Kroatien ablästern? Kannst du nichts für. Ja. Nö, ist lustig. Haha. Ja, also solche Kommentare kommen ja durchaus immer auch wieder von der rechten, rechtsnationalen, von der faschistischen Seite weitestgehend. Ich weiß, dass ich an der Stelle ein großes Fass aufmache, aber ich kann mir vorstellen, dass sich die Frage vielleicht auch noch andere stellen. Und zwar wird der Begriff Balkan generell ja auch weiterhin mit dem ehemaligen Jugoslawien verbunden und damit eben auch mit dem Stichwort Sozialismus. Heute haben fast alle Staaten im Balkan ein Problem mit rechtskonservativen bis faschistischen Kräften. Was fand da für eine Entwicklung statt? Fand da eine Entwicklung statt? Was ist da passiert? Okay, haben wir noch 3 Stunden? Dauert jetzt noch weitere 3 Stunden. Du bist älter, du hast das noch mehr mitbekommen. Was fand da für eine Entwicklung statt? Naja, also, das war ich wirklich, also die Frage ist wirklich sehr weit gefasst. Also was hat stattgefunden? Wir kündigen schon mal an, wir wollen mehrere Folgen zum Zerfall Jugoslawiens machen, wenn sich denn irgendwann mal ein Jubiläum dafür anbietet, weil das ist ja das Thema, das alle beschäftigt. Aber fangen wir einfach mal da an. Jugoslawien war ja ein sozialistischer Staat mit allerdings marktwirtschaftlichen Elementen, muss man dazu sagen. Also wurde gerne als Sozialismus mit menschlichem Antlitz verkauft. Und Coca-Cola. Und mit Coca-Cola. Und McDonald's. Ja, also Jugoslawien, das ist ja lustig, in den englischsprachigen Medien ist manchmal ja noch tatsächlich, da regen sich viele darüber auf, von Sowjet-Jugoslawia die Rede, was ja kompletter Quatsch ist. Ja, Jugoslawien gehörte nicht zum Ostblock. Jugoslawien war zwar ein sozialistischer Staat, aber halt einer, der über Kreuz lag mit der UdSSR und seinen eigenen sozialistischen Weg gehen wollte. Und natürlich war es kein Rechtsstaat, um nicht zu sagen, es war ein Unrechtsstaat mit einem lange Zeit diktatorisch herrschenden Einparteiensystem, das dann zerbrochen ist. Es ist ein verdammt, bevor jetzt jemand schreit, was du alles nicht gesagt hast, ja, ich muss es abkürzen, tut mir leid. So, der dann Ende der 80er, also Zerfallserscheinungen ab Mitte der 70er gezeigt hat, in den 80ern dann immer weiter zerbröselt ist und dann Big Bang in den 90ern eben die Zerfallskriege waren. Dass Jugoslawien zerfallen ist, wird ja auch seitens der deutschen Rechten immer gerne irgendwie als eine quasi natürliche Entwicklung dargestellt, weil es ja irgendwie immer gerne als das Völkergefängnis dargestellt wird, dass es de facto nicht war. Was aber auf jeden Fall passiert ist, ist eben, dass Jugoslawien lange in einer Krise steckte, insbesondere in den 80ern,
Diese Krise hat dazu geführt, dass nationalistische Kräfte in fast allen Teilrepubliken dann die Macht übernommen haben. Komplizierte Geschichte auch mit der Rolle von Slobodan Milosevic und seiner antibürokratischen Revolution, die das auch mit hochgespürt hat. Auf jeden Fall erleben wir Ende der 80er die Wiedergeburt des serbischen Nationalismus, des kroatischen Nationalismus und das gipfelt dann eben im Zerfall Jugoslawiens. Und ja, jetzt haben wir 30 Jahre später, knapp nach Beginn des Zerfalls, das Problem, dass alle sozusagen diese Staaten ja immer noch unter einem das Gefühl vorherrscht, irgendwie ihre Existenz begründen zu müssen. Und das zentrale Motiv zum Beispiel in Kroatien der eigenen Staatsidentität ist immer noch dieser Krieg in den 90ern. Und da kommt nichts drum herum. Und jeder, der an einer, die Erzählung, die da herrscht, ist halt einfach, Kroatien ist in diesem Fall, darf nur Opfer sein, nur Opfer einer serbischen Aggression. Und alles, was diese Erzählung auch nur ansatzweise nicht in Frage stellt, sondern nuancieren würde, zu sagen, ja, möglicherweise gab es da ja auch einen Anteil von des kroatischen Nationalismus, der dazu beigetragen hat, dass die Situation derart eskaliert ist. Möglicherweise war die Rolle der Republik Kroatien im Bosnienkrieg nicht die eines unschuldigen Opfers, sondern die eines Aggressors. Also alles, was dieses Opfernarrativ in Frage stellt, wird so, zumindest so wahrgenommen, als würde es gleich irgendwie das heißt, Existenzrecht dieses Staates in Frage stellen und die Identität des Kroatentums. Und in abgewandelter Form gilt das für viele Nachfolgestaaten. In abgewandelter Form gilt das natürlich auch für Serbien. Für Bosnien wird es schon ein bisschen schwieriger. Alle diese Staaten leben halt auch davon oder speisen ihre Identität daraus, zu sagen, wir wollten Demokratie und wir wollten eine staatliche Eigenständigkeit, die uns am besten im einen Jahrtausend, wie im Fall Kroatiens, angeblich permanent verwehrt wurde, obwohl man sie angeblich permanent wollte. Es sind ja Geschichtsmythen, die da bedient werden. Und ja, deshalb ist dieser Nationalismus da noch so virulent. Oh Gott, war das wieder ein Vortrag. So. Aber dafür, dass die Frage sehr umfassend war, war es sehr gut zusammengefasst. Danke dir. Naja, hoffentlich. Ihr habt Komm, du hast doch noch was dazu. Es geht auch kürzer. Also Kroate bist du, wenn du katholisch bist und nicht Serbe. Ja. Und wenn du ein BMW hast. Jetzt, ich weiß gar nicht, ob es witzig ist, weil wir kein Publikum haben. Das macht dir keine Sorgen, du bist nie witzig. Erst bei uns im Podcast, der gut aussehen. Das sagt er, weil man Leute im Podcast nicht sieht. Das ist eine ziemlich harte Beleidigung. Gut, dass du den Witz erklärst, Christoph. Gut, dass du den Witz erklärst. Ihr habt ja jetzt in dem Gespräch auch schon öfter über die EU gesprochen, über die Staaten, die Mitglied sind, über die nicht Mitglied sind, was das mit den Staaten macht. Nächste Runde. Er ist beleidigt, ich muss ihn nicht so. Ich komme da vielleicht am Ende nochmal drauf zurück. Genau, mittlerweile sind Slowenien und Kroatien Mitglieder, aber Staaten wie Serbien, Bosnien, Nordmazedonien nicht. In einer eurer Folgen seid ihr ja schon darauf eingegangen, ich glaube in einer der letzten auch nochmal ein bisschen. Wo tut sich da gerade was, beziehungsweise wo tut sich nichts? Also das ist meine erstmal Prost. Ja, tschüss. Ja, dann. Die EU und das der Balkan, Stichwort Fallraum ist schon gefallen. Ja, das, ja, das letzte Jahr war sehr merkwürdig in Sachen Südosteuropa-Politik der EU. Ja, gehen wir es doch einfach kurz durch. Ne? Also Slowenien ist 2004 Mitglied geworden, funktioniert eigentlich auch ganz gut, war glaube ich 2004 schon eines der wirtschaftlich erfolgreichen Länder, die Mitglied geworden sind. Einfach langweilig, mein Gott. Ja, aber Dinge funktionieren. Ich glaube, es ist vom Bruttoinlandsprodukt auch immer noch eines. Ihr meintet ja bei Slowenien auch schon der Streber auf dem Balkan. Ja, auf jeden zumindest Fall. Ehemals, ja. Auf jeden Fall. Darüber darf man auch Witze machen. Und Kroatien ist dann 2013 Mitglied geworden. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist passiert. Nein, Kroatien hätte vorher schon Mitglied werden sollen, eigentlich 2007, glaube ich. Das haben die Slowenen dann verhindert aufgrund von der Bucht von Piran, die laut Daniel natürlich zu Kroatien gehört, aber es gibt Leute mit divergierenden Meinungen. Naja, und ansonsten muss man ja auch sehen, was für eine Situation wir hatten, als Slowenien Mitglied geworden ist, als Rumänien, Bulgarien Mitglied geworden sind. Als Kroatien Mitglied geworden ist, war es schon ein bisschen anders. Da war man mit den Verhandlungen halt quasi schon durch. Und nachdem die Blockadehaltung weg war, sind die halt irgendwie Mitglied geworden. Man muss aber verstehen, dass die EU-Erweiterung 2004 in einer völlig anderen Stimmung passiert ist. Ja? Also die EU hat funktioniert, es war vor der Weltwirtschaftskrise, es war vor dem Aufstieg rechtspopulistischer Parteien überall in Europa. Es gab schon andere Länder, wo die sehr virulent und erfolgreich waren, aber nicht in diesem Maße, wie sie es heute sind. Und es gab 2003 eine Konferenz in Thessaloniki, wo man trotz der
gerade erst zu Ende gegangenen Balkankriege halt versprochen hat, ihr gehört zu Europa, ihr gehört zur EU, ihr werdet eines Tages zu uns gehören. Und das ist jetzt eine Versprechung, die ist 17 Jahre alt, hat sich für die Slowenen und die Kroaten erfüllt und für die anderen Länder des westlichen Balkans nicht. Kurz vor der letzten Kommission hat, glaube ich, Jean-Claude Juncker nochmal gesagt, ja, bis 2025 kriegen wir vielleicht nochmal einen Mitgliedstaat. Ich habe meine Zweifel aus zwei Gründen. Erstens gibt es innerhalb der EU gerade wenig Interesse, neue Mitgliedstaaten aufzunehmen. Und es reicht ja ein Land, das Nein sagt, zum Beispiel Frankreich im Falle Nordmazedoniens und Albaniens, die gar nicht wollten, dass das die Beitrittsverhandlungen beginnen. Genau, es reicht, eine EU-Staat sagt, nö, wir wollen euch nicht, und dann ist der Prozess beendet. Und diese ganze Idee, neue Länder aufzunehmen, ist, glaube ich, nicht überall in Europa besonders beliebt. Vor allem die Idee, dass die Nettozahler Großbritannien weg sind und wir jetzt ein paar ärmere Länder aus Südosteuropa aufnehmen, ist auch nicht so beliebt. Es gibt aber auch Gründe intern auf dem westlichen Balkan, eigentlich in fast allen Ländern. Na, nicht ganz. Nordmazedonien hat sich ganz gut entwickelt, ist aber auch alles prekär. Aber gerade in Serbien haben wir zum Beispiel eine Entwicklung, wo eine, ja, quasi ein Einparteienstaat aufgebaut wurde, wo mehr als 10% der Einwohnerinnen Serbiens irgendwie Mitglied der regierenden Partei sind und wo es nicht weit her ist mit Pressefreiheit und bürgerlichen Freiheiten und die eigentlich eher abgeschafft werden. Und dann fragt man sich natürlich zu Recht, ja gut, wollen wir uns hier nochmal so ein, wir haben jetzt schon Probleme mit Ungarn und anderen Staaten in der EU, vor allem mit Ungarn, aber auch mit Polen, will man sich da jetzt nochmal so einen Staat da reinholen, muss das denn sein? Also ich sehe gerade, also ich würde mir sehr wünschen, dass der gesamte westliche Balkan, dass dieses Loch mal gefüllt wird und die alle Mitglieder der Europäischen Union werden. Ich setze mich auch dafür ein. Ich stehe da absolut dahinter. Aber meine realistische Einschätzung ist, also Jean-Claude Junckers Ding, dass da irgendjemand mit 2025 beitritt, ist nicht so realistisch. Wenn es gut läuft, vielleicht 2035. Ja, und vielleicht sollten wir jetzt aber noch mal kurz auf Nordmazedonien eingehen, weil die Geschichte ist ja besonders... tragisch kann man es nicht nennen. Es ist einfach nur noch ärgerlich, um freundlich zu formulieren. Also Nordmazedonien, wir haben es erlebt, Nordmazedonien war auf dem Weg zu einem autoritären Staat. Dann gab es da große Umwälzungen. Die Sozialdemokraten sind an die Macht gekommen und haben wirklich im Eiltempo Reformen gemacht, haben den schwerenden Konflikt mit der albanischen Bevölkerungsgruppe mehr oder minder halt befriedet, ne? Haben den elenden Namensstreit, also einen der lächerlichsten Geschichten, die aus einem EU-Land kamen, nämlich irgendwie, dass Griechenland darauf bestanden hat, dass Mazedonien nicht Mazedonien heißen darf, mit der Begründung, wir haben ja die Region Mazedonien und wenn sich ein anderes Land Mazedonien nennt, dann... Sie haben es auch damit begründet, dass sie werden damit irgendwelche Gebietsansprüche erhoben, okay. Genau, Griechenland hat ein Militärbudget von, ich glaube, über 2% vom Bruttoinlandsprodukt und Nordmazedonien hat ein Rüstungsbudget von, glaube ich, so 50 Millionen im Jahr. Das ist absolut lächerlich, ja, die Begründung ist absolut lächerlich. Ist man dann, also übrigens auch die, sagen wir es mal, die linke Regierung oder Tsipras mit einer anderen Regierung wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen und die nordmazedonische Regierung lösen dieses Problem und dann kommt aus Frankreich das Veto und dann sagt Monsieur Macron, no. Oh, nö. Wir wollen dann doch nicht, weil, und dann kommen wir dann wieder zum Thema Rassismus zurück, weil dann kommen ja, es ging um Nordmazedonien und Albanien, korrigiere mich, ne? Weil dann öffnen wir ja unseren Arbeitsmarkt für die Leute und die kommen ja dann massenweise alle zu uns. Das Problem hat sich dann irgendwie nach einem Jahr irgendwann dann doch, hat Frankreich sein Veto zurückgezogen und man geht wieder in die Verhandlungen und was passiert? Wer kommt um die Ecke auf einmal mit noch absurderen Argumenten? Bulgarien. Ja, deshalb machen wir eine Sendung zu Bulgarien. Nein, aber ja, Bulgarien. Also erzähl mal, was Bulgarien will. Das ja, Bulgarien ist der Meinung, genau, ihr habt unsere Sprache geklaut und ihr müsst zugeben, dass ihr keine eigene Kultur und keine eigene Geschichte habt und dass ihr eigentlich Bulgaren seid und wenn ihr das macht, dann erlauben wir euch, dass ihr EU-Beitrittsverhandlungen haben könnt. So, wenn das der Spirit ist, der gerade herrscht, dann, wie gesagt, sieht es vielleicht nicht so gut aus, dass demnächst jemand beitritt. Das ist wirklich hart. Mann. Ich meine, die haben ihren Landesnamen geändert, um irgendwie, damit die Beitrittsgespräche beginnen, ja, ja Mitglied ja, zu werden. Damit die Beitrittsgespräche beginnen, haben die ihren Namen geändert. Das kam natürlich auch bei vielen nicht gut an. Und das hat der sozialdemokratischen Regierung natürlich auch ein bisschen Sympathien gekostet alles. Ne? Also die meisten Menschen da fanden das nicht so gut. Und dann kommen aber andere um die Ecke und sagen, nö, wir wollen euch trotzdem nicht. Also das zerstört natürlich, und das ist sehr gefährlich, das zerstört massiv Vertrauen in die Europäische Union und es zerstört auch irgendwie jede politische Grundlage, die progressiv denkende oder auch nur ja, halbwegs demokratisch denkende Menschen auf dem westlichen Balkan haben. Weil wenn die irgendwann mit dem Argument kommen, ja, hey, wenn wir das hier richtig machen mit der Demokratie und der Pressefreiheit und Pluralismus und allem, ja, wenn wir das alles richtig machen, kommen wir irgendwann in die EU und dann wird es auch wirtschaftlich hochgehen, ja, das nimmt dann halt irgendwann keiner mehr ernst. Das nehmen heute schon leider viele Leute nicht mehr ernst und ich kann sie nicht mal verübeln. Ja,
Und ich meine, das muss man sich einfach absurd machen. Das ist ungefähr so, als ob Deutschland jetzt zu Österreich hingehen würde, oder Deutschland wäre damals vor dem österreichischen EU-Beitritt hingegangen, hätte gesagt so, Österreich, aber erstmal gebt ihr bitte alle zu, dass ihr deutsche Seiten eigentlich keine eigene Geschichte habt. Also, mir kam gerade auch ich finde, Österreicher ärgern ist ja noch in Ordnung. Aber ja, man muss nicht zu weit gehen. Wir haben eine eigene Österreich-Folge. Aber man sollte es nicht übertreiben. Weil die zum Balkan gehören. Eben. Definitiv. Definitiv. Also vielleicht Vorarlberg nicht, aber Wien auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja gerade gedacht, das ist sicherlich in keinster Weise vergleichbar, aber was passieren würde, wenn man Deutschland stattdessen in Norddeutschland umnennt? Ich glaube, da hätten auch einige ihre Einwände. Ja, im Prinzip ist es egal. Von mir aus kann Deutschland auch Sabine heißen. Aber ich meine, das ist ja die Frage, in was für einem Staat du lebst. Aber es ist doch lächerlich. Also ich meine, das ist von Anfang an lächerlich. Dieser Namensstreit, was ist das? Was kratzt da eigentlich am griechischen Selbstbewusstsein zu sagen, unser Nachbarland darf nicht so heißen wie eine Region bei uns? Ich meine, du hattest es doch mal geschrieben. Ne? Es gibt das Großherzogtum Luxemburg, einen unabhängigen Staat, und es gibt das Herzogtum Luxemburg in Belgien. Ja, ja, da schürt sich keiner dran. Ja. Also nicht, dass ich wüsste. Ja. Findest du, naja. Die innere Mongolei in China und die Mongolei, ich weiß, also ich kenne mich da nicht aus. Ich glaube, da gibt es sogar Streit. Ja, da gibt es, oh, okay, ja, ich nehme mich zurück. Naja. Ein Stichwort, was vorhin auch schon gefallen ist und was auch, glaube ich, gerade sehr gut in die Debatte passt und auch nochmal eine sehr große Frage ist, aber die man, glaube ich, an dem Abend heute auf jeden Fall besprechen sollte, ist die Frage nach dem Kosovo. Erstmal die große Frage, das Kosovo oder nur Kosovo? Für mich uns wurde Kosovo. Nämlich zum Vorwurf mal gemacht, mein Text auf das Kosovo geschrieben habe, dass wir damit die Eigenstaatlichkeit des Kosovo Sie haben Artikel gesagt, du verbreitest pro-serbische Propaganda, das fand ich gut. Ich habe dann nur gebeten, das bitte der Schweiz und den USA nicht zu erzählen. Aber, naja. Aber vielleicht ist das wie die Nutella-Diskussion, es gibt einfach keine Antwort auf die Frage. genau, aber es ist so, dass 22 von 27 EU-Ländern den Kosovo als unabhängigen Staat anerkannt haben, eine Reihe anderer Staaten jedoch nicht. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz auf die Geschichte des Kosovo eingehen und erklären, wo es hakt vor allen Dingen? Was hat das mit dem Kosovo auf sich? Ja, kannst du bitte noch mal auf die Geschichte des Kosovo eingehen? Erzähl doch mal. Jetzt erzählst du einer mit dem serbischen Namen was über das Kosovo, ja? Das gibt Ärger. Ja, vielleicht kennen uns hier Leute in Hannover, ich weiß also es nicht. Du kannst den Satz ja vorstellen. Es war auch ein heikles Thema, muss ich sagen, bei der Stadtführung in Belgrad. Aber du hast es ja gerade schon angemerkt. Vervollständigen Sie diesen Satz, das Kosovo ist? Die meisten Menschen in Serbien, ist ein unabhängiger Staat in Südosteuropa. Unabhängiger Staat in Südosteuropa. Wird nicht von allen anerkannt. Okay. Ist ja auch das Absurde. Also zum Beispiel serbische Geflüchtete aus dem Kosovo werden als IDPs, Internally Displaced Persons, behandelt, wenn sie natürlich den Staat nicht anerkennen. Sehr, sehr absurd, auch in den bürokratischen Details. Oh mein Gott, wie weit soll ich denn zurückgehen? Also du hast gerade schon diese absurde Situation gesagt, 22 EU-Staaten kennen das Kosovo an, 5 halt nicht. Also das ist schon sehr weit weg von einer kohärenten EU-Außenpolitik. Länder, die es nicht anerkennen, sind für gewöhnlich Länder, die selber separatistische Bewegungen in den Ländern haben. Und wenn die Spanier zum Beispiel sagen, nee, kennen wir nicht an, weil sonst haben die Katalanen irgendwas, worauf sie sich berufen können, wenn sie Unabhängigkeit wollen. Das ist dann meistens die Krux gar nicht so sehr. Fangen wir mal damit an, was war denn das Kosovo im Jugoslawien? Das Kosovo war eine Teilrepublik? Ein autonomes Gebiet innerhalb Serbiens, pardon. Es gab 6, genau, sorry, es gab, ich, also es gab 2, es gab 6 autonome Regionen. Jetzt serbische Hasspost, endlich. Ja. Es gab 6 Teilrepubliken im ehemaligen Jugoslawien und es gab noch 2 autonome Regionen. Die beiden autonomen Regionen waren offiziell an Serbien angeschlossen, hatten aber auch eigene Autonomierechte. Das waren im Norden Serbiens die Vojvodina und im Süden das Kosovo. So, im Kosovo haben wir aber die besondere Situation, dass dort seit sehr langer Zeit, wahrscheinlich seit jeher, es eine albanische Bevölkerungsmehrheit gibt, beziehungsweise eine kosovo-albanische mit Menschen, die Albanisch als Erstsprache haben. Ja, gibt es jetzt viele Serben, die erzählen, dass es nicht so ist, bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das ist eher serbische Propaganda. Jedenfalls gab es, ja, nach dem Zerfall Jugoslawiens, gab es massive Unterdrückung der kosovo-albanischen Bevölkerung im Kosovo und natürlich auch Unabhängigkeitsbestrebungen. Und ich würde behaupten, dass die Menschen im Kosovo wahrscheinlich auch wegen der Sprache, aber auch weil sie die ärmste Region waren, die Zugehörigkeit zu Jugoslawien war schon zu jugoslawischen Zeiten nicht besonders ausgeprägt. Und die wollten dann halt nicht zu Serbien gehören, nachdem Jugoslawien zerfallen ist. Dann gab es 98, 99 einen Krieg, dann gab es 2008 die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. Und seitdem ist das ein Staat in Südosteuropa, der so mehr oder minder anerkannt wird und mehr oder minder funktioniert. Und das Kosovo, warum ist es den Serben so wichtig?
In Serbien wird das Kosovo als, also gerade bei rechten Kräften, aber nicht nur tatsächlich, also es ist auch in der Mitte bis in linke Kreise auch verbreitet, zu sagen, das ist die Wiege der serbischen Zivilisation. Und Die Wiege der serbischen Zivilisation basiert auf der Geschichte, dass Serbien im 14. Jahrhundert oder die Serben, ich meine, das ist ja alles, man nimmt das heute und komm, dann so, als wäre es doch einfach, wie du es so fühlst, gewesen. Meine Güte. Wie ich es fühle. Ja. Kosovo ist Serbien. Nein, das habe ich nicht ausgesprochen. Nein. Brauchst noch einen Schnaps, ne? Es gab eine Schlacht 1389. Du hast mich schon abgeführt. Es gab eine Schlacht 1389, die sogenannte Amselfeldschlacht, sagt in Deutschland wahrscheinlich niemandem was, ist für die serbische Geschichtsschreibung ganz, ganz zentral, ja. Und das ist so eine auch ehrlich gesagt problematische Erzählung davon, die auch heute bei Rechten, Neurechten und Faschos gut ankommt, zu sagen, ja, wir haben Europa vor dem Islam verteidigt, indem wir uns 1389 auf dem Amselfeld geopfert haben. Die serbischen Fürstentümer haben gegen das Osmanische Reich gekämpft. Witzigerweise haben ja auch Kosovo-Albaner und Albaner gegen das Osmanische Reich gekämpft, aber das wird dann weggelassen. Und ein paar der ältesten Klöster oder serbisch-orthodoxen Klöster, die übrigens tatsächlich in Gefahr sind, ja, das ist jetzt keine Geschichte, aber die sind halt auch im Kosovo und das Kosovo ist gerade in der serbischen Propaganda der 80er Jahre als Herzland Serbiens immer betrachtet wurden und gesagt wurden, das ist ganz wichtig. Und jetzt wird es halt verwendet, zu sagen, nee, das kann nicht sein, dass uns das Kosovo weggenommen wird, weil das ist urserbisch, das ist der Kern der serbischen Zivilisation. Unsere alten Klöster sind dort. Dort haben wir schon im 14. Jahrhundert gekämpft. Dort sind all unsere Leute gefallen und deswegen können wir das niemals, diese Unabhängigkeit, anerkennen. Und das ist ein Thema, das wird halt, kann man auch ganz gut beobachten, wenn es gerade politisch gebraucht wird, hervorgekramt. Wenn es einem gerade nicht so gut passt, wird es aber auch unter den Teppich gekehrt. Mhm. Also wenn der Präsident Serbiens, Aleksandar Vučić, gerade der Meinung ist, er muss gute Beziehungen zur EU pflegen, dann hört man irgendwie über das Kosovo nicht so viel. Wenn er der Meinung ist, jetzt brauchen wir ein bisschen nationalistische Stimmungsmache, dann sind die Medien wieder voll mit dem Kosovo. Und genau. Wenn Präsident Trump der Meinung ist, er braucht einen außenpolitischen Erfolg, dann bestellt er gerne Herrn Vučić ein und den Ministerpräsidenten des Kosovo, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe. Trump hat die eingeladen und dann hat er gesagt, er hat den Nahostkonflikt gelöst, weil Serbien und das Kosovo bei ihm waren. So ungefähr war das. Ja. Ich verarsche euch nicht. Also es ist so die Zusammenfassung. Ja, weil sie ein Normalisierungsabkommen unterzeichnet haben. Und es gibt es den Lake Trump? Ich will den Lake Trump in Kosovo. Die haben einen Fluss gefunden und wollten ihn einen See und wollten ihn Lake Trump nennen. ich weiß jetzt aber nicht, ob sie es noch machen, nachdem er abgewählt wurde. Fahr doch mal hin, überprüf's. Mach ich mal wieder, wenn ich mal wieder da runter kann. In das Kosovo. Es haben sich ja dann durchaus auch Leute bei besagter Stadtführung einen Spaß draus gemacht, die Frau mal zu fragen, wie das denn so ist mit dem Kosovo. Und da hat sie dann auch nur ganz knapp in einem Satz gesagt, naja, das ist halt ein Teil von Serbien. Und dann hat sie sofort weitergeredet. Also der Stachel sitzt tief, glaube ich. Sie hat aus ihrem Herzen gesprochen. Ne? Sie ist nicht so beherrscht wie der da. Spannend fand ich in dem Zusammenhang aber auch, dass uns erzählt wurde, ich glaube, es war gar nicht die Stadtführerin selbst, sondern Leute, die aus der Reisegruppe, die vorher im Kosovo unterwegs waren, die meinten, dass dort auch viel mit dem Euro bezahlt wird. Ja, in Montenegro und im Kosovo wird mit dem Euro bezahlt. In Bosnien noch mit Mark, konvertible Mark, also eigentlich AfD-Paradies, quasi mit deutscher Mark. Das liegt daran, dass die Währung gekoppelt ist an den Euro oder beziehungsweise an deutsche Mark und jetzt an den Euro. Das ist nicht so, dass die eine eigene Zentralbank haben, die da irgendwie mitzumelden hat, was in Frankfurt entschieden wird bei der EZB, sondern die haben einfach nicht so richtig funktionierende Währung und dann hat man halt den Euro übernommen. Ja, why not, ne? Ja, wir haben jetzt ja schon über Patriotismus, über Rechtsruck, Streitigkeiten geredet. Aber ich würde sagen, es gibt ja vielleicht in jedem Fall auch Lichtblicke. Ankündigungstext für den Abend war ja auch genannt, dass es im letzten Jahr, im September, den ersten Pride in Sarajevo gab. Spricht das zum Beispiel für eine Stärkung der Minderheitenrechte in Bosnien-Herzegowina, vielleicht aber auch auf dem Balkan allgemein? Was sind die Schönseiten gerade? Vielleicht um kurz von der Pride in Sarajevo zu berichten. Ich glaube, das ist auch das letzte Mal, als ich da war. Es war ein unglaublich schöner Tag. Es ist ja so, dass ich, also ich komme daher und da waren auch Freunde von mir, aber Menschen, mit denen ich auch zu tun hatte, in meiner Arbeit etc. pp. Und zwar aus dem ganzen Land, ja jetzt nicht nur aus Sarajevo, sondern auch aus Tuzla, aus Mostar, aus Tomislavgrad leider nicht, aber aus anderen Städten. Und ich kannte auch ein paar von den Veranstalterinnen und es war halt, die haben mit 500 Menschen gerechnet und es war halt so eine Art Polizeiparade. Klar, man hat Angst, dass etwas passiert und dann ist man in so einem
von der Polizei umgeben und dann läuft man irgendwie 2 Stunden durch die Stadt und wieder zurück. Und die Erwartung war, dass 500 Menschen zur ersten Pride in Sarajevo auftauchen. Und es war auch so, wenn man in diesen Polizeischutz reingelaufen ist und Teil der Demonstration war, hat man so ein Bändchen bekommen. Die haben 700 Bändchen gemacht, weil sie sich dachten, ja, vielleicht kommen ja mehr Leute, als wir erwarten. Es waren um die 3000 Menschen vor Ort. Wir sind dann da rumgelaufen und auch viele von den Passanten nebenan, also die meisten waren, glaube ich, ganz cool mit der Veranstaltung. Gab es noch so eine etwas ältere Dame, die uns aus dem Fenster die ganze Zeit Küsse zugeworfen hat und ganz, ganz gute Szenen. Hin und wieder hat mal jemand einen Mittelfinger rausgeholt und die fanden das dann blöd, aber es gab auch keine Angriffe auf die Pride selbst. Also wenn man in Belgrad war vor ein paar Jahren, ist das schon eine große Erfolgsmeldung, ehrlich gesagt. Und es lief überraschend gut. Und da waren so viele Menschen, denen ein Stein vom Herzen gefallen ist, die halt gesehen haben, okay, die es nicht für Möglichkeiten hätten, dass das zu ihren Lebzeiten in Sarajevo noch passiert, dass es so relativ normal abläuft, natürlich mit der Polizei und diesem ganzen Mist, ja. Aber dass es möglich ist, dass es relativ normal abläuft, dass es relativ friedlich und fröhlich ist. Und am Ende ist da noch einer mit einer Gitarre und alle singen Bella Ciao. Und dann sind ein paar Regenbogenflaggen überall. Und es war einfach ein wunderschöner Tag, den, glaube ich, so viele nicht für möglich gehalten hätten. Und der andere große Erfolg war auch ähnlicher Zeitraum, die erste Pride in Skopje, wo es ganz, ganz ähnlich ablief. Also auch sehr viel friedlicher, als man gedacht hätte. Da gab es eine kleine Gegendemo und ein bisschen mehr unangenehme Leute, aber insgesamt lief das eigentlich alles sehr, sehr gut. Und ich persönlich war an dem Tag sehr glücklich und ich war auch positiv überrascht, dass das so möglich ist. Also was man sagen muss, die Frage ist jetzt irgendwie, was läuft gut auf dem Balkan oder im ehemaligen Jugoslawien. Was vielleicht auch manchmal bei uns im Podcast etwas untergeht, ist, weil wir uns ja vor allen Dingen dann irgendwie mit den Absurditäten der Politik da beschäftigen und der Kultur, ist, dass es da inzwischen, es gab sie immer, inzwischen ist sie aber lautstärker und selbstbewusster einfach gerade auch in Kroatien, in Bosnien und in Serbien eine Zivilgesellschaft gibt, die auch vielleicht noch nicht so mächtig ist wie irgendwie in Westeuropa, aber die aktiv gegen Nationalismus vorgeht, gegen Geschichtsrevisionismus, gegen Homophobie, gegen Rassismus. Das sind Leute, die sehr viel Mut brauchen, denn es ist immer noch so, dass ihnen da einfach tagtäglich körperliche Gewalt droht. Aber sie sind aktiv und es ist jetzt, müssen wir vielleicht auch mehr darauf achten, dass wir nicht so vermitteln, irgendwie ein Bild vermitteln von dem, was wir da an negativen Erscheinungen, Berichten aufgreifen, dass das irgendwie, dass das Kroatien ist oder dass das Serbien ist oder dass Bosnien ist. Natürlich sind eben diese zivilgesellschaftlichen Akteure, die sich gegen eben solche Phänomene dann wehren, eben auch Teil dieser Staaten. Und sie sind vorhanden und mein Eindruck ist, sie werden lauter, stärker und sie erobern mehr Raum in der öffentlichen Debatte. Gerade im Vergleich zu den 90ern, wo sie eigentlich sozusagen nur mit sich selbst diskutieren konnten. Ja, wir nähern uns auch langsam, aber stetig dem Ende unseres Gesprächs. Ich würde euch 2 Fragen aber noch ganz gern mitgeben. Und zwar die erste, wenn wir noch mal einen Blick zurück nach Deutschland werfen. Was für Fehlschlüsse gibt es eurer Meinung nach in der deutschen Debatte über den Balkan? Was müsste sich da ändern? Also gerade, ihr habt ja schon angesprochen, es gibt negative Vorurteile. Ihr habt selber manchmal diesen sehr negativen Blick auf den Balkan. Was läuft da vielleicht ja beim deutschen Blick auf den Balkan gerade verkehrt? Also wie viele andere Weltregionen und Länder auch, ist natürlich der Balkan, der Begriffsgeschichte hat ja schon gehört, erstmal eine Projektionsfläche, auf der dann halt irgendwie Deutsche, die ja verschiedene, ja wie soll man sagen, halt politische Projektionen stattfinden. Ne? Also für die Vorstellung zum Beispiel, dass da ein jahrhundertealter Hass zwischen den Völkern herrschen würde, ist halt Schwachsinn. Sie ist weit verbreitet, ne? Sie ist auch ein bequemer Erklärungsansatz für viele Leute, die sich irgendwie nicht damit befassen wollen, was eigentlich damals Ende der 80er, Anfang der 90er in Jugoslawien passiert ist, zu sagen, ja, da ist ein jahrhundertealter Hass aufgebrochen zwischen den Völkern, was halt Quatsch ist. Das sind eher Jahrhunderte bis Jahrtausende, die diese Völker meistens dann doch irgendwie friedlich miteinander gelebt haben und sich möglicherweise gar nicht als getrennte Völkerschaften verstanden haben. Wie gesagt, das ist so der Klassiker, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen, zu sagen, nee, das ist nichts. Auch die Sezessionskriege in den 90ern, da gab es keinen Automatismus, der dahin geführt hat, sondern das waren politische Entwicklungen und politische Akteure, die uns dahin gebracht haben. Und ich glaube, ein Teil
Da ist eine Verweigerung oft in Westeuropa, sich damit zu beschäftigen. Erstens, weil es angeblich kompliziert ist. Wenn man sich die Zeit nimmt, ist es so kompliziert nicht. Und ich glaube, wovor viele Angst haben, na, vielleicht nicht Angst haben, aber nicht zugeben können, ist, wenn man sich das genauer anschaut, dann würde man gerade in den jetzigen Zeiten in Europa ganz schön viele Parallelen erkennen. Ja? Auch Entwicklungen, die hier im Gange sind, die nicht so enden müssen wie in Jugoslawien, aber die Ansätze zum Beispiel, also wenn man sich gewisse Rechtspopulisten anhört und man guckt, welche Rhetorik die da bedienen und welche Mechanismen sie in der Bevölkerung irgendwie ansprechen wollen, dann können wir oft genug sagen, hey, haben wir schon mal gehört, ja. Aber stattdessen gibt es ja immer noch dieses Othering, zu sagen, ja, irgendwie, das sind diese Wilden vom Balkan, die hassen sich schon immer und irgendwann musste das ja hochfliegen. Ja, das Pulverfass Balkan. Und dieses ist etwas, dagegen, glaube ich, arbeiten wir dann gerade irgendwie, wenn wir uns mit der Geschichte befassen, immer wieder an. Also das ist so etwas, was mir immer am Herzen liegt, dass Leute sich angucken und sagen können, hier, hör mal, das ist Europa und was da passiert ist, kann theoretisch auch hier passieren. Und teilweise passiert es. Ja, auch immer besonders spannend, wenn Menschen aus Österreich oder Deutschland erklären, dass eine andere Region eine besonders gewaltvolle Geschichte hat. Oh ja. Ups. Mhm. Ja. Allgemein, also ich war ja ein paar Jahre Korrespondent, Reporter, auch viel in der Region. Das Spannende war, dass ich oft irgendwie, wenn ich ein Thema gesagt habe, ja, machen wir mal das und das und da, kam so die Antwort, ja, wen interessiert das? Also warum soll man das machen? Spannenderweise war es dann so, das kann man ja inzwischen nachvollziehen mit den Klickzahlen und so, dass die Geschichten eigentlich oft relativ gut liefen. Also ich glaube so, das Interesse, das tatsächlich an der Region da ist, steht in einem gewissen Missverhältnis zu dem, was deutsche Redaktionen glauben, wie groß das Interesse an der Region ist. Aber ja, wir leben ja gerade in Zeiten, in denen eher nicht so viele neue Korrespondentenstellen geschaffen werden. Also habe ich meine Zweifel, ob sich daran nachhaltig etwas ändern wird, leider. Aber das Interesse ist groß und ich glaube, man muss auch einfach mal verstehen, dass in Deutschland sehr, sehr, sehr viele Menschen leben, die aus dem ehemaligen Jugoslawien oder auch aus dem Balkan kommen und eigentlich relativ wenig Berichterstattung stattfindet. Das ist schade. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird. Meine Hoffnung ist ein bisschen, ist nicht so groß, aber es wäre schön, wenn es sich ändern würde. Ja, drücken wir die Daumen. Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dass ihr auch nach Hannover gefahren seid, hier in unser improvisiertes Foyer-Studio. Ich nutze die Gelegenheit nochmal, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass es hier nächsten Montag im Foyer nochmal weitergeht mit einem Livestream. Und zwar sind zu Gast Ursula Grefe und Claudia Ott, die sich über literarische Übersetzungen unterhalten werden. Bis dahin, machen Sie es gut.